zur Pressekonferenz nach dem heutigen Regionalliga-Spiel zwischen der SG Mannschaft 09 und SV Röbig im Außenstand. Wie gesehen, 7:1 für die SG 09 vor 434 Zuschauern. Die Torschützen gebe ich kurz noch ganz zweimal Nico Buchmeier, einmal Arthur Langer, einmal Sebastian van Satten, einmal David Tumpol, einmal Seller Winkel und einmal Jobo Jamba bei einem Eigentor von Mael Korbos. Dann begrüße ich die beiden Trainer zu meiner Rechten, Alfred Neihilz vom SV Recklinghausen und Eva links zu meiner Seite Farah Toko. Und dann möchte ich den Gästetrainer einen Kommentar zum Spiel abzugeben. Wenn man das Spiel sieht, dann haben wir schwach angefangen. Man kam nicht in die Zweikämpfe. Wir haben keine Gründe für finden, aber man muss einfach mitlaufen mit seinem Mann. Aber gut, Wettenstadt hat das auch ausgenutzt, genutzt und kam ein paar Mal sehr gefährlich durch. Wir hatten schon in Führung, früh in Führung gegen Köln. Dann schon hält er ein paar Mal sehr gut. Dann wird es 2-0 gerechtigt und dann kriegen wir die Möglichkeit, habe ich umgestellt. Wir haben 5 Kette angefangen oder 3 Kette plus 2 Außen über Außen. Dann haben wir auf 4-3-3 umgestellt, haben dann mehr Griff aufs Spiel bekommen und kriegen das 2-1. Und dann werde ich sehr sauer werden und böse und bin sehr enttäuscht, die Art und Weise, wie wir dann die rote Karte bekommen. Und das ist der absolute Knackpunkt im Spiel. Bei dieser Temperatur, bei diesem Programm, wir waren gut drauf. Wir haben in Düsseldorf 4-1 gewonnen. Wir sind hier auch hingefahren für ein Ergebnis. Ja? Und nicht jeder Spieler ist in dieser Zeit, muss man auch in der Form des Tages muss man mitnehmen. Nicht alle Spieler sind hundertprozentig fit, aber wir können uns es nicht erlauben, um so eine rote Karte zu bekommen und dann der Rest sowas von zu benachteiligen. Ja? Und wir haben nächstes wieder ein schweres Spiel in Bonn. Ja? Das ist dann das dritte Auswärtsspiel, haben wir vor der Brust. Und für alle ist das jetzt diesem Doppelprogramm. Wir haben schon 10 Spiele haben wir schon zweimal in der Woche. Und um das durchzuhalten, kann man sich diese ganz doofe rote Karte kann man nicht benutzen, können wir nicht gebrauchen. Entschuldigung. Und deswegen werden wir dann auch abgeschossen. Wir können nur noch auf Halle. Die Jungs waren sowas kaputt. Der Moral ist verständlich. Wenn man die 4-1 bekommt in der kurz vor Halbzeit, kann man nur noch auf Schadensbegrenzung spielen. Und gut, Wattenscheid, gute Mannschaft, wir haben das gute Hausspiel 7-1, muss man wegstecken. Aber wenn ich auf die Tabelle gucke, steht Rödinghausen 2 Punkte vor, Wattenscheid und wir haben ein Spiel weniger. Also zu meiner Mannschaft habe ich auch gesagt, wir müssen Kopf hoch machen. Das ist eine gute Mannschaft, man kann geschlagen werden und Dienstag geht es weiter und das ist eben Sport. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Reuters und Herr Torwart. Ja, hallo erstmal zusammen. Ich glaube, man hat von Anfang an gesehen, dass wir unbedingt und mit aller Macht 3 Punkte haben wollten. Ich glaube, so sind wir auch aufgetreten. Wir wussten natürlich auch, dass Rödinghausen einige Spiele hatte, die extrem groß gewachsen sind. Deshalb habe ich auch meinen Jungs gesagt, wir müssen so unten schlagen, also Fußball spielen. Gerade bei den Standards wussten wir auch, dass Brand gefährlich ist, dass man da nicht alles verteidigen kann. Das war uns vorher bewusst, aber hauptsächlich wird Fußball auch unten gespielt und das haben wir auch gezeigt. Das haben wir auch gut gemacht. Ich glaube, bei 90 Minuten gab es keinen anderen Sieger
als wir. Ich glaube, das haben wir auch verdient gemacht. Ich glaube, auch wenn die rote Karte nicht gewesen wäre, glaube ich, waren wir so gut im Spiel und so sicher. Da glaube ich schon auch, dass wir die drei Punkte im Sack hätten. Ich kann eigentlich meiner Mannschaft nur einen riesen Lob aussprechen, gerade auch Unterzahl ist auch manchmal ein bisschen gefährlich. Haben es trotzdem sehr gut runtergespielt, haben das Tempo variiert, mal schnell, mal langsam gemacht. Die Tore waren natürlich sehr schön herausgespielt, haben dann nochmal auch mal gewechselt, frische Leute reingebracht. Die haben auch sehr gut und auch überzeugt mit ihren Leistungen. Deshalb freut es mich da auch umso mehr, dass man auch die Spieler so weit hat und auch so gearbeitet haben, dass sie dann auch jetzt mehr als nur eine Konkurrenz sind, sondern dass wir da auch die so weit haben, dass wir jeden auch austauschen können. Das zeichnet, glaube ich, auch eine gute und eine große Mannschaft aus und darauf können wir auch bauen. Wir haben Anfang der Saison gesagt, wenn wir 40 Punkte erreichen oder mit 40 Punkten geplant, jetzt haben wir 41. Ich hoffe, dass der Verein da nicht allzu sauer ist in der Siegprämie. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist es wichtig, dass wir die anderen Spiele auch weiterhin so konzentriert angehen, dass wir nichts abschenken, weil wir kennen selber das Gefühl, wenn man im Abstiegskampf ist. Und wir werden da auch rigoros vorgehen und werden da auch weiter dranbleiben, weil wir wollen dann natürlich auch so hoch wie möglich. Bis wir halt rein rechnerisch durch sind, haben wir noch nichts erreicht. Aber wir haben einen riesen Schritt gemacht und das tut uns gut. Und ich glaube, die Chancen von Rina oder auch von Kupferteil, die wir nicht gemacht haben, haben wir heute reingebracht. Deshalb war es völlig verdienter Sieg. Also und lieber einmal hoch verlieren als 5x1-0 verlieren. Von daher, Kopf hoch und es geht weiter. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Robert. Kurze Bewerbung des Rasenschweine links, aber gut. Ja, gibt es Fragen von den Medienvertretern an die beiden Trainer? Das offensichtlich nicht der Fall. Dann möchte ich noch die nächsten beiden Spiele der SG09 verweisen. Nächste Woche Samstag sind wir bei Viktoria Köln zu Gast und den zwei Runden spielen wir zu Hause gegen Alemannia Aachen. Ihnen allen ein schönes, sonniges Wochenende. Bis dann.